Was geht ab, Leute? Nerdlight Games und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Es ist ein bisschen schwierig, dich hier auszuknipsen. Ich hab's doch gesagt. Ja, das kann doch nicht sein. Ah! Ja, es ist wirklich schwer. Hier sind zu viele, ich habe zu wenig Munition. Ich spiele auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Grafik ist aber nach wie vor schick, ne? Ich bleib mal hier hinten. Keine Ahnung, irgendwo muss ich mich doch hier verstecken können. Die sind auch so ein bisschen übermächtig, ne? Die sehen so ein bisschen besser, die riechen wahrscheinlich auch den Fischgeruch besser, wenn ich aus dem Wasser komme. Vielleicht kann ich mich ja da... Oh, klar, mach mal blub, blub, blub. Ach, die drehen mir den Rücken zu. Na... Oh mein Gott. Also das finde ich ein bisschen scheiße an dem Spiel. Der hat mich gesehen, aber der hat nicht geschossen. Wie können die anderen mich gehört haben? Also, na gut, man hört auch eine schallgedämpfte Waffe. Ne, das darf man nicht vergessen. Es wird ein bisschen Trial and Error brauchen. Ah, super. Ja, was? Ich hab da schon daneben geschossen. Ich glaube, es sind nur noch zwei oder drei auf dem Steg. Schön, dass wir diese typischen Call of Duty-Sprüche da auch wieder haben, ne? Darf nicht rennen. Legen wir uns mal hin. Eins. Einer weniger. Gut gemacht, Mann. Zwei. Sicher. Gut, das waren wirklich nur die zwei. Gut, gut, gut. Du hast verschlossen. Mir nach. Laswell, wir gehen jetzt an Bord. Verstanden. Berichte mir bitte. Roger. Ende. Hör mal. Eine Sache, die ich cool fände, wäre, wenn wir geduckt rennen können. Sehr gut. Auch Pistolen mit Schalldämpfer sind nicht so leise. Sieh mal. Las Almas. Mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Ja, die arbeiten ja alle zusammen. Iran nutzt ein Kartell für den Transport. Gib mir einen Namen, John. Las Almas. Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Alter, die Grafik ist so gut. Das habe ich noch nie beim Call of Duty Teil gesagt. Dankeschön, dass du einfach aufmachst und ich keine Blendgranate reinschmeißen kann. Vom Kartell. Zum Teufel. Der will uns umbringen. Mach der einfach auf. Wir sollten leise bleiben, aber ich nehme die auch mal mit, ne? Kann ja nicht schaden. Guck mal, der kam schon, schießt um die Ecke. Ah, diese Mission, ne? Die haben wohl gemerkt, dass diese Hausreinigungsmission im ersten Teil richtig geil war. Da haben die total viele Situationen eingebaut. Die hat keinen Schalldämpfer. Aber die ist tatsächlich ein bisschen besser. Als die. Oh, was freue ich mich auf Multiplayer, ey. Waffensounds sind auch diesmal sehr realistisch. Kann ich mich nicht hier irgendwie abstützen, ne? Da geht auf jeden Fall eine Blendgranate rein. Hallo. Sicher. Krass, wie das so in die Dusche fällt. Das ist gut gemacht. Das Kartell trifft sich mit Al-Qatala. Laswell, such Café Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Café Gracht. Eine Stunde. Ja, Gracht, ja. Kreativ seid ihr gewesen. Warum nicht Café Keuken? Café Uit.
AV6 an Watcher 1. Bin im Café in Position. Zwei am Tisch auf 3 Uhr. Einer vom Kartell, ein Iraner. Wie gemütlich. Was treiben Sie? Wie gemütlich. Eine Transaktion durchführen. Elektronisch? Positiv. Das Kartell kriegt für irgendwas Geld. Finden wir heraus, wofür. Ach, klar, das ist natürlich die berühmtesten Eckwischen, müssen wir zeigen, ne? Den ganzen Spaß alleine. Verstanden. Komm in deine Richtung. Spritze. Gift? Nicht tödlich. Das setzt sie nur außer Gefecht. CIA-Scheiße. Willkommen in meiner Welt. Benutzt die Nadel für die Wachen und wir verpacken unseren Freund. Und du? Ex-Phil. Sag wann. Roger. Boah, richtig gut. Guckt euch das mal. Wir sprechen Abläufe. Alter Schwede, das habe ich zuletzt in Battlefield gesehen. Im dritten Teil. Bleib an ihm dran. Da hatte ich auch so ein geiles Gefühl mit der Grafik. Verstanden. Boah, ich weiß nicht, ob ihr es in dem YouTube-Video seht. Ich habe DLSS an, das ist eine neue Technologie. Upscaling, ne, Downscaling, bla bla bla. Will jetzt nicht genau darauf eingehen, aber man sieht schon, dass es an manchen Stellen nicht so scharf ist. Offenbar bewacht das Kartell. Und an manchen Stellen ist da so eine Überschärfe drin. Und das sieht man ganz doll. Und wenn man so ein bisschen auch so hin und her geht, ich habe ein bisschen Bewegungsunschärfe an, okay. Aber dann sieht man doch, dass manche Sachen beim Auto hier zum Beispiel verwischen. Zu der Brücke, Guess. Wir haben das Kartell im Gebiet. Das ist Amsterdam, haben die richtig gut gemacht. Das haben die super gut getroffen. Wow. Boah, Grafik ist echt klasse. Wenn mir jemand nahe kommt, verwischt er. Sehr cool gemacht. Moment. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, das habe ich nicht gemacht, das möchte ich euch nur zeigen. Wir machen das Sichtfeld ein Ticken größer. Das hat mich schon letzte Mal gestört. Moment. Boah, zwei Kartellwachen am Ende der Brücke. Hab Sichtkontakt. Halte deine Waffen versteckt. Ich stell mich auch einfach mal hin. Fahrrad. Krachten. Baum. Okay, einer geht. In meine Richtung. Einer geht, zwei nicht. Ich folge ihm. Ich nehme den auf der Brücke. Unterwegs. Leise niederstrecken in der ganzen Öffentlichkeit. Hey, langsam, Kumpel. Einer zu viel, was? Wache ausgeschaltet. Brücke ist sicher. Gute Arbeit. Bei mir sammeln. Watcher 1. Die Fracht ist menschlich. Ein VIP unterwegs in die USA. Wer, John? Major Hassan Ziani. Himmel. Das heißt, er ist in Mexiko. Also können wir ihn noch aufhalten. Wir müssen unseren Kartellfreund auf ein Gespräch holen. Mit einem Fahrrad. 5 Euro für ein Fahrrad? Glaube ich nicht. Ich flippe aus. Was ist der Plan? Da sind überall Wachen bei ihm. Das Gebiet ist noch nicht erkundet. Es könnte weitere Wachen geben. Warte, wir können hier reingehen. Wann gab's denn das, ey? Ja, ich weiß, mit dem Fahrrad. Dann verkaufe ich den Käse auf dem Fahrrad. Ich hätte mich kaputt gelacht, wenn jetzt die Originaltrikots da gewesen wären. Die hätten doch hier schön was verstecken können für mich. Ha? Ich bin bei dem Café in der Nähe des Eingangs. Schon geil, wie wir einfach hier reingehen können. Das ist denn jetzt mein Ziel? Hol dir das Ablenkungsmanöver. Ach, da ist er ja. Nimm. Was zum Teufel ist das? Löschgranate. Wird klappen. Und die soll ich hier zünden? Ziehen wir das durch. Guess, du bist zu nah an der Zielperson. Geh auf Abstand. Ich guck die so direkt an, so hallo, meine Herren wohl. In die Gasse. Geil. Sobald Panik ausbricht, wird das Kartell ihn wegschaffen. Da komme ich ins Spiel. Auf dein Zeichen, Guess. Na dann. Oh, der hat mich fast gesehen. So, ich soll dich hier hinlegen, ja. Guess, du musst in die Gasse. Gehen. Oh, Guess, der hat mich gesehen. Kommt. Schalte eine aus, ich nehme die andere. Hallo. Roger. Die Wachen sind erledigt. Bin unterwegs zu dir. War knapp, den fast geschossen. Ich besorge Evakuierung. Wir treffen uns bei der Brücke.
sind ja nicht weggelaufen. Schnauze. Mitkommen. Was die Leute nicht ausflippen und was sagen oder irgendwas. Kartell hinter uns. Deckung, Sergeant. Watch out, wir werden beschossen. Boah, wo soll ich denn hier in Deckung gehen? Verstanden, ich komme. Achtung, die Polizei ist auf dem Weg. Noch ich kann sagen. Sicher. Schon bei der Explosion hätten die ausflippen müssen. Spritze. Hoch mit ihm. Der ist immun. Schlägt uns gleich kaputt. Watcher. Zeit zu gehen. Okay, unterwegs. Wir haben es anscheinend geschafft, wie auch immer wir rausgekommen sind. Rein mit ihm. Gut gemacht. Du auch. Wir müssen wissen, wohin sie Hassan bringen und ihn abfangen. Wir wecken ihn auf und plaudern mal. Wird er reden? Nö. Ich kann sehr überzeugend sein. Vargas. Stacey Chief Laswell. Ich dachte, wir wären schon beim Du. Das muss ernst sein. Ist es. Ich brauche Hilfe, Alejandro. Ich höre. Alejandro. Das Las Almas-Kartell schmuggelt einen iranischen Terroristen über die Grenze. Laswell, Terroristen kommen nicht über die Südgrenze. Wir wissen das, Sie wissen das und genau deshalb machen Sie es. Wir müssen das verhindern. Wer ist mein Ziel? Major Hassan Ziani. Okay, wann? Heute Nacht. Ich habe eine Drohne angezapft. Habe alles im Blick. Bei uns tut sich was, Alejandro. Migranten sind in Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay. Ist das FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Watcher. Alejandro, lass Hassan nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Kommt er rüber, ist das die Zuständigkeit der USA. Dann müssen wir das wohl verhindern. Sie, Colonel. Da, Nordseite. Das ist der Mod. Stopp hier. Okay, escucha. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Ich bin total. Ich bin fertig. Ich bin fix und fertig. Entendido. Ey, das ist so gut. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Ey, Grafik, Sound. Ich habe auch gemerkt, normalerweise so Call of Duty mal direkt in die Action, ne? Alles explodiert, Waffen, bla bla bla. Diesmal ist alles mehr so Schleichen, ne? Ganz anders. Stimmen. Mach das Licht aus, ich mag das nicht, ey. Ich zähle vier Feinde. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Ja, und da oben. Mirda, er ist drüber. Genau. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Ya pasó. Toma la escalera. Dinero fácil. Mover iraníes es muy fácil. Y paga muchísimo más. ¡Mierda! Despejado. Despejado. Watcher, das Ziel ist rüber. Ist auf der Flucht. Wir folgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Das ist die Grenze. Machen Sie Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Haben die eine Leiter aufgebaut, ey. Rodolfo, nimm die Leiter. Los! Unglaublich. Unglaublich. Echt geil. Sichtkontakt. Negativo. Er ist weg. Negativo. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Hey, lass es meinen Garten!
Habt ihr jetzt da? Lass einmal hier entlang. Komm. Da draußen ist jemand. Diese Wichser. Direkt an der Grenze wohnen sie auch hart. Oder Spezialanfall! Haben Sie bitte drinnen! El campo está libre! Muévete! Das Haus an der Recke! Wieso krieg ich denn eine MP und nicht nur eine Shit-Pistole? Klaut ein Auto oder was? 100 Pro. Mach auf! Ich gebe Deckung! Auf 5, 3. Was ist euch da hier? Geh an die Tür. Hier wohnen Leute und wir gehören nicht hierher. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Treten Sie zurück! Okay! Super. Das war knapp. Die Männer, die hier durchkamen, wo sind die hier? Los geht's. Hassan ist weg. Wir müssen los. Roger. Wir sind an der Grenze Flores und Barajas. Holy shit. Sie bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Oigan! Está por allá! Oigan! Los veo! Kartell patrouilliert! Schalte sie aus! Alles sicher! Der Spekator. Schau, sie sind da lang. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Ey, sind das hier versteckte Ladezeiten? Ich flippe aus. Das darf es heutzutage nicht mehr geben. Das ist verboten. Er könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Zum Teufel! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. Alla verga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist der? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Hände hoch! Ey, ey, ey! Fass ihn nicht an, verdammt! Keine Scheißbewegung! Antworte! Draußen! Rechte Seite! Ist zum Lagerhaus bleib stehen! Welches ist das Lagerhaus? Blau, zweistöckig, am Ende wir der Straße. Machen schnell die Hände okay, runter. Ihr habt, was ihr wollt! Jetzt geht! Denk lieber zweimal nach, bevor du dich bewegst. Rodolfo, auf geht's. Roger. Tja, haben wir auch mit denen zusammengearbeitet. Lass mal an Bord gehalten. Die scheiß Waffen fallen lassen! Sofort! Tu einfach, was sie sagen! Wir was klären zur Hölle das. Soll das? Er stimmt seine Waffe. Rodolfo, nimm sie runter! Sie wissen nicht, wer wir sind! Kapiert? Vortreten! Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen! Colonel wir sind Alejandro auf derselben Seite. Spezialeinheit, wir verfolgen eine Terroristin. Komm jetzt, warte. Das sind ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir haben ihn zu uns verpasst. Wow! Holy shit, das ist Call of Duty. Genau das meine ich. Boah! Boah! Wir müssen los! Da kommen noch zwei. Ich habe seine Waffe aufgehoben. Ich sag Bullshit. Habe ich auf einmal keinen Schalldämpfer mehr. Hier. Das ist besser. Mit der Bassverstärkung ist schon heftig. Versuch das innere. Gummifrischgehirn, ey. Hier rein. Ich übernehme die Außenseite. Entranto. Oh, die Tasche hat richtig Party hier. Ding, 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 ding. Oh, das ist besser. Granatenwerfer. Ah. Wirklich? Wirklich? Ich kann da so reingucken, ne? Das ist geil.
Unglaublich. Sicher? Guillermo, Polizia! Das ist nur ein Ablenkungsmanöver, ich hab's gewusst. Machen soll. Ich glaube, das hier. Oh, wirklich? Feinde zu töten bringt mich vors Kriegs... Ach ja, weil wir in den USA sind. Oh, da steht Feinde. Da müssen eigentlich Zivilisten stehen. Ja, jetzt weiß ich ja, wo die sind. Guck, wie schnell er geschossen hat. Achte auf Flüchtige. Das war gerade nicht. Holy shit. Geh in den ersten Stock. In der Dusche, ich verstehe das nicht. Kurz ein Prozess hier, ey. Oh, shit. Oh, noch von hinten. Warum killen die den nicht? Deswegen. Verbrennt alles.